Someone's screaming right now. And hello and welcome to the old last Whistleblower. Okay, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Whistleblower von Outlast, das DLC. Es ist gerade Folge 4, ne, Folge 4. Und heute muss diese Folge online kommen, also heute ist der 1.7. Und es ist gerade 8 Uhr morgens und mir ist erst jetzt eingefallen, dass ich keine Folgen mehr habe. Ich war die ganze Nacht wach und habe... Wenn ich jetzt recherchieren sage, dann denkt jeder, natürlich recherchieren. Aber ich habe wirklich recherchiert. Ich komme von da, ne? Stimmt. Ah, okay. Ich war hier noch nicht drin. Ich könnte schwören, ich wäre da drin. Eigentlich will ich da bloß nicht rein, um dieses Ding nicht lesen zu müssen, denn ich bin relativ müde. Ich sehe auch sehr fettig aus. Ich habe mir gerade Wasser ins Gesicht gehauen, damit ich ein bisschen frisch da bin. Deswegen kann sein, dass meine Nase so glänzt. Auf jeden Fall... Ich werde das mit dem Lesen sowas von verkacken, deswegen tut mir leid. Und erste Folge, dafür wollte ich mich auch entschuldigen. Erste Folge war ja asynchron. Ich habe das 5-mal rendern müssen, bis es dann funktioniert hat, dass ich überhaupt das Video habe, anständig. Und dann habe ich gar nicht mehr geguckt, ob das Video in Ordnung ist oder so. Ich habe es dann direkt rausgehauen, naja, oder hochgeladen und danach bin ich pennen gegangen. Und dann hat sich selber veröffentlicht, deswegen sorry nochmal für die erste Folge. So, oh. Jetzt habe ich 2 Dokumente zum Lesen. Das ist ja wirklich, ja, toll, Elsa. Geschlechtsauswahl aus den Mount Massive. Vertragspatient. Parteien, sorry. Also, war das das? Okay, das war das Richtige. Das obere wurde auch angezeigt. Auf jeden Fall, Fall MM120. Ah komm, bla 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 bla. Formhinweis, alle Inhalte müssen umgeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083. Um den anhaltenden Rechtsstreit, bla 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 bla, dienlich zu sein. Autor Ethan Siskandraya, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, Hinweis, dies ist eine Anfrage für einen spezifischen juristischen Konsultation in dem anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Ho. Ho! Ihr kommt aus Frankfurt, wetten? Offenbach. Ho! Gegen Macro. Auf die Abi ist der Dämon. Okay. Mocroft. Sharetable Psychiatry in Institution USA, ursprünglich eingerichtet in 2010. So, Zeitpunkt von Mr. Hoos, oder Miss Hoos, tut mir leid, Miss Hoos, Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patientinnen bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburten der nicht existierenden Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Weibliche Angestellten wurden höher gelegenen Stockwerken der Einrichtung verlegt, denn in anderen Gebäuden und schließlich komplett aus der Mount Massive Einrichtung entfernt. Deswegen gibt es hier also keine Frauen. Interessant. Projekt Wallrider bedurfte eine absolute Geheimhaltung und die Bedingungen, Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten. Was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde, Miss Ho hat gerechtlich eine Freigabe des IFG-Eintritts in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um die zufriedenstellende Information zu repräsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projekts zu gefährden. Bitte um Anweisungen. Ethan Berater MM214. Ich kann den, Alter, der Name, ne? Wer heißt so, ja? Also, falls ihr so heißt, bitte ändert euren Namen. Betreff Repatient Samuel. Samuel. Kurt Krömer. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann, ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es schien schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solche obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und
und den anderen von ihnen. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesunde medizinische Personal unter den Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen, aber es ist was anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt anständig zusammengeschnitten. Ich habe hier in jedem zweiten, in jedem Satz irgendwie einen Fehler gemacht. Alter, ich hasse mich selbst dafür. Ich wünschte, ich könnte gut vorlesen. Shut up. Okay, dann bin ich still. Ja, wenn er schon shut up sagt, dann ist es kein Let's Play mehr, das ist ein Gameplay. So, ich bin jetzt still. Please. Ich renne ihm hinterher. Run, by run, they trying to get you. Run, boy, run. Oh Gott. Hilfe. Was war das gerade für eine Fratze? Ja, mach du mal. Ich bin, ich muss hier mal, ne? Ich muss hier mal lang. So. Ich will mal ganz kurz was gucken unter die Uhrzeit. Das ist doch unglaublich. Du kannst dich nicht verstecken. Vor was denn? Also ich verstecke mich hier gar nicht. Ich laufe nur hier oben rum wie ein stolzer Dachrumläufer. Keine Ahnung. So. Open up the door. Oh. Beep, 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 beep. Okay. Jetzt konntet ihr nachgucken, ob ich synchron war oder nicht. So. Okay, da oben ist keiner. Wobei. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Schicke Hand. Wir haben noch unsere Hand. Ist ja wenigstens was Tolles. Oder unsere Finger. Hi. Oh. Hab mich selber überhaupt gar nicht umgedreht. Aha. Hier ist genauso wenig wie unten. Finde ich ja toll. Es ist ja wirklich formidabel. So. Oh. Es hat wenigstens gespürt. Da wird jemand zusammengehauen. Ich glaube, es ist immer wieder dieselbe Animation. Boah, ist er richtig laut hier drin. Alter Finne. Ach du Scheiße. Ganz kurz. Okay. Zum Glück, boah, ich dachte, da steht jemand, war Blut. Hatte Lack. Eigentlich müsste die Tür offen sein, da er die Tür aufgebrochen hat. Oh, eine Kamera. Was? Achso, stimmt, ich habe eine Kamera. Kam es gerade davon da drin? Eigentlich sollte ich die Tür nicht hinter mir zumachen, weil ich muss ja einen Fluchtweg haben, aber... Hey, who cares? Wer braucht schon einen Fluchtweg? Wenn er in einer Anstalt ist. Keiner. Das ist überbewertet. Fluchtwege, wer braucht die schon? Oh, nicht schon wieder sowas. Beim letzten Mal ist ihr Licht ausgegangen und ich wurde dann aus so einem Fenster geschmissen. Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Hab ich nicht vor. Hab ich wirklich nicht vor, hier zu sterben, weil ich finde Sterben so, weißt du? Hehe.
Hallo, Klopser. So ein Doofkopf. Ah. Oh, oh, oh. Oh, guck mal. Wohin lauf ich? Wohin lauf ich? Oh, oh, oh. Okay, ist zu. Ah. Okay, der war schon vorher da und der hat eine Hose an. Der hat eine richtig dicke Hose an. Boah, ist das laut, Alter. Warum ruckelt's gerade? Boah, ist das laut. Down? Ja, down the... Okay, das habe ich schon verstanden. Down the... Stairs, oder... Runter, runter, runter. Jemand, der so wie ein Priester aussieht, wie dieser. Oh. Oh. Hä? Hä, das kann doch gar nicht sein. Hä? Hä? Erinnert sich jemand, wann wir den Brief am Anfang von Outlast 1 bekommen haben? Also direkt den Brief, den man am Anfang vorgelesen hat mit, hey, ich habe keine Zeit, bla bla bla, ich muss mich beeilen, bla bla bla. Wann kam dieser Brief eigentlich zu uns, dem, also zu dem Charakter, der gestorben ist in Outlast 1 jetzt, oder im richtigen Spiel? Denn heißt es, dass jetzt der Outlast-Charakter jetzt gerade hier ist und wir parallel dazu auch abhauen wollen? Kann das sein? Weil wir als der aus dem richtigen Outlast-Spiel sind ja den Spuren dieses Mannes gefolgt, also dieses Priesters. Fragen über Fragen. Naja. Jemand, der so aussieht wie ein Priester, ja, ist ja schon mal klar. Wie dieser Ort ein Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich soll keine Angst haben. Wie konnte ich nur bei diesem beschissenen, immunen, giertreibenden Moralgenozid mitmachen? Ich habe keine Ahnung. Die Monster, die Murkshoft erschafft, der Umfang, mit denen ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein entgeistigter Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen, nur entkommen. Naja, mit dem... Hallo? Mit dem anderen, also ne, mit dem aus dem richtigen Spiel sind wir nicht entkommen. Vielleicht schaffen wir es ja mit dem. Unsere zweite Chance hier rauszukommen. Mal gucken, ob es klappt. Der ist gar nicht zu sehen, Alter. Was ist der Fischer Caveman? Unsere Technologie, du würdest denken, es war Magic. Der Fischer und Magic, du würdest denken, es war Technologie. We have faith in all the wrong things, and it will destroy us. The doctor told me once that if you show a caveman our technology, you would think it was magic. Ja, das hat er schon mal gesagt. Das hat er schon mal gesagt. Ich lass ihn hier alleine. Ja, vielleicht will er aufs Klo. Ich lass ihn mal hier. Und ich glaube, ich muss hier wirklich durch. Ich kann hier wirklich durch. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Wirklich, die Pfeile, also wir sind hier wirklich, als andere Charakter sind wir hier selber durch. Und wir werden höchstwahrscheinlich gleich erkennen, ob wir... I will do it later. Die Türen waren offen. Yes, yes, yes. Off Core. Ups. Ich hätte mein Handy stumm schalten sollen. Ups, sorry. Sorry, aber gut, wer schreibt mich um 8 Uhr morgens an? Naja, guck ich später. Ja, ja, das mache ich später. Kein Ding. Ja, 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 ganz ruhig. Das mache ich später. Jetzt gerade habe ich keine Zeit für. Ja? So. Huch.
Oh God, one of them's coming. It's not even human anymore. Hallo, ich bin sehr human, ja? Block it. Shut it in. Sherry, was? Oder Sal-In? Ich hab's gar nicht verstanden. Na gut, ich hätte auch nach unten gucken sollen. Weil überhaupt irgendwas hier zu verstehen ist fast unmöglich. Hier ist nichts. Vielleicht komme ich da rein. Oh, ich komme hier wirklich rein. Das hat mich aber gewundert, du. Ah, stimmt. Man konnte ja durchrennen. Also, ne, einmal so drumherum bin ich ja gerannt. Um von den Typen da abzuhauen. Interesting. Und ich frage mich, ob wir uns selber wiederfinden. Also, unser altes Ich wiederfinden. Also, ich finde das verdammt interessant. Huch. Also zu. Didit. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Hä?